Freunde, liebe Familie, liebe Kinder. Heute möchte ich lesen aus 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht verhalten von denen, die da schlafen, auf dass ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn so wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird Gott auch die, da im Schlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben auf die Zukunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen, denn er selbst, der Herr, wird mit der Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst, danach wird er die, die leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft, und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Ja, so ein kräftiges Wort von dem zweiten Kommen des Herrn. Dann wird er seine Gemeinde zu sich nehmen. Die Leute, die ihn aufgenommen haben, aber gestorben, aber sie sind mit Christus gestorben, die werden dann auferstehen. Und auch die Leute, die leben, die werden dann auch irgendwie verwandelt werden und mit ihm zusammenkommen und mit ihm dann eine Gemeinde noch bilden und mit ihm ewig leben. Ja, das ist unser Trost. Wir sollen nicht sein wie die anderen, aber wirklich glauben und einander trösten mit diesen Worten. So sagt es Apostel Paulus. Und es ist wichtig, wir haben voriges Jahr über den Advent gesprochen. Advent, der wird gefeiert hier bei uns auch in Deutschland, wo man sagt, er freut sich schon 4 Sonntage auf das Kommen des Herrn, weil er gekommen ist als ein Kind in diese Welt. Ja, als ein Kind, der dann als ein Mann wurde, der getauft wurde, auf dich die Aufgaben genommen, die ihm Gott übertragen hat. Und dann hat er die Menschen geheilt, hat sehr vieles getan, was ihm Gott gegeben hat zu tun, hat alle Verheißungen, alle auch die Worte, prophetische Worte aus dem Alten Testament erfüllt. Und dann wurde er verurteilt und sogar gekreuzigt von den Juden. Und es war aber so notwendig, denn hat er damit alle Sünden der Welt auf sich genommen. Und dann am dritten Tag auferstanden und am 14. Tag ist er dann gen Himmel gegangen. Und er hat gesagt, so werde ich noch einmal kommen. Und hier dieser Text von Thessalonicher 4, das war gerade über das, wenn er das zweite Mal kommt. Und wenn er dann kommt, und dann nimmt er seine Gemeinde, und das wird gewiss etwas besonders Wunderbares sein. Und ich möchte, dass wir da wirklich mit diesen Worten einander trösten. Wer wird aber mit ihm sein? Wenn wir so Römer 8 lesen, dann kommt es so, also, dass die den Heiligen Geist haben. Ich lese nur den 9. Vers jetzt. Nun aber seid ihr nicht länger euren selbstigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Seid ihr euch darüber im Klaren, wer den Geist von Jesus nicht hat, der gehört auch ihm nicht. Also es ist ganz klar, wer den Geist Gottes nicht hat, der gehört zu ihm nicht. Aber die den Geist Gottes haben, die nach dem Geist leben, die werden auch dann mit dieser Gemeinde, mit dem Herrn auch entrückt werden. Und da kann man noch lesen aus Epheser 1, 13 bis 14. Durch welchen auch ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Seligkeit, durch welchen auch ihr, die da gläubig wurdet, versiegelt worden seid, mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher ist das Pfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, ob wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, so wunderbares Wort, wo wir Jesus angenommen haben, wo wir wirklich geglaubt haben, wo er uns die neue Geburt gegeben hat und wir sind für ihn da, erfüllt mit ihm, dann waren wir auch versiegelt mit dem Heiligen Geist, ein Stempel, Siegel von dem Heiligen Geist. Wir gehören zu ihm. Super, wie das hier so steht. Und das ist sogar ein Pfand unseres Erbes. Ja, wer gehört jetzt dazu? Ja, der diesen Pfand hat. Der hat diesen Heiligen Geist in sich, der ihn führt, der nicht leidet. Und das ist so wunderbar. Und diese gehören dazu und werden mit dem Herrn, also aufgehoben, mit dem Himmel sein. Ich lese noch aus Philipper 3, 20 bis 21. Unser Wandel aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilands Jesu Christi, des Herrn, welcher unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe nach der Wirkung, mit der er kann auch alle Dinge sich untertänig machen. Ja, er wird diesen Körper von uns verwandeln.
Er wird so sein wie er bei Jesus. Ja, wo er nach der Auferstehung, er war auch ein Körper, man hat ihn gesehen, aber es war ein anderer Körper. Er konnte durch die Wand, er konnte hochgehen, er war etwas Besonderes und Gott wird so verklären, auch unsere Leiber und wir werden mit ihm sein ewig. Und das ist so ein Trost. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir alle suchen des Herrn, den Herrn, dass wir wirklich auch von dem Heiligen Geist geleitet werden, erfüllt mit dem Heiligen Geist, wirklich der ein Pfand ist für unsere Erlösung. Und dann werden wir dabei sein. Das ist ein Trost, den wir jedem Christ sagen kann, der ihn so angenommen hat, der da glaubt an diese Kraft Jesu Christi, die ihn auch verwandelt, auch seinen Leib verwandelt wird. Ich will jedem diesen Trost zusagen, der wirklich ein Kind Gottes ist. Wir werden mal mit ihm ewig sein. Und das ist etwas Besonderes. Gott möchte uns dazu wirklich Freude für immer geben und auch seinen Segen und auch Durchhaltsvermögen. Danke, Jesus. Thank you.